Also heute führen wir mal ein ganz zwangloses Gespräch. Ich habe mir zwei Freunde eingeladen. Wir werden vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Meine Freunde haben ein paar Fragen an mich. Mal sehen, ob ich in der Lage bin, sie zu beantworten, zufriedenstellend zu beantworten. Antwort kann man immer finden, aber ob es halt zufriedenstellend ist, werden wir sehen. Bitte, was wäre denn die erste Frage, die wir einbringen können? Gibt es ein geschichtliches Ereignis, woran man festhalten kann, dass es radikalisierte islamische Bewegungen gegen den Westen geben wird? Im Westen geben wird, haben wir ja schon. Ich wollte die zeitliche Datum oder Ereignis, ob es da was gibt, wie zum Beispiel der Naja, so. Angriff auf Gaddafi. Nee, das dürfte kein Auslöser gewesen sein. Ist aber eine Frage, die wir auch noch behandeln können. So auf Knopfdruck ist das sicher nicht geschehen. Wir müssen uns ja vorstellen, dass schon sehr lange, schon seit Jahrzehnten, da eine Wühlarbeit im Gange ist, von Saudi-Arabien ausgehend, sozusagen mit viel Geld überall, wo es auf der Welt Sunniten gibt, eine salafistische Bewegung zu fördern. Wir sehen das ja zum Beispiel auch in Jugoslawien, nachdem dann der Tito-Staat zerschlagen war, während der Tito-Zeit hat der Islam keine große Rolle gespielt. Da haben Moslem und Katholiken oder Orthodoxe untereinander geheiratet. Das hat sich alles geändert, weil natürlich sofort das Geld aus Saudi-Arabien gekommen ist und dort gleich wieder die Koranschulen finanziert hat, und damit geht das dann los. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Nur so wie es früher die Katholiken gemacht haben, nicht? Die haben auf die Karte geschaut und haben gesagt, in dem Gebiet, das sind noch zu wenig Kindergärten. Ja? Da müssen wir jetzt einmal ein paar Kindergärten einrichten, um unseren katholischen Glauben dort ein bisschen zu festigen. Damit geht das immer los, ne? Mit den Kindergarten. Und bei den Saudis ist es halt so, dass sie auf der ganzen Welt diese Madressen, diese Koranschulen finanzieren, Pakistan und in Afrika und überall. Und es dauert dann eine Zeit, bis diese Schüler, diese Taliban, weil Taliban bedeutet ja die Schüler, Talebe der Schüler und Taliban, Plural, die Schüler, bis die dann das alles aufgenommen haben und davon durchdrungen sind, und dann haben wir halt eine Salafisten-Generation. Und ich meine, man könnte, wenn man an den Ursprung gehen will, könnte man sagen, der Ursprung ist so in der Zeit, ja, um 1918 zu sehen, könnte man sagen, als das Osmanische Reich zerschlagen wurde und die Engländer mit viel Geld die arabischen Stämme gegen die Türken aufgewiegelt haben. Wobei ja Saudi-Arabien niemals zum Osmanischen Reich gehört hat. Wohl aber der Hedschas, also dieser Streifen auf der arabischen Halbinsel am Roten Meer entlang bis nach Jemen. Saudi-Arabien selber nicht. Das hat also immer ein Eigenleben geführt. Aber die Entwicklung hat halt dann dazu geführt, dass die Amerikaner sich auch eingemischt haben später, und erstmal die Engländer, dann die Amerikaner, und dass man Öl gebraucht hat und das wahnsinnig viel Geld nach Saudi-Arabien geflossen ist. Und da könnte man sagen, da sind die langsam übermütig geworden und konnten natürlich mit dem vielen Geld, mit den Petrodollars, konnten sie natürlich dann auch ihre politischen Interessen auf der ganzen Welt befördern. Noch nicht durchsetzen, aber doch befördern. Da
da ist sozusagen die Büchse der Pandora schon geöffnet worden, so könnte man sagen. Ne? Gibt es eine Anschlussfrage? Du sprichst von politischen Interessen Saudi-Arabiens. In dem Zusammenhang hört man immer von Sunniten, also die Saudis sind vorwiegend Sunniten, auf der anderen Seite Schiiten. Dieser Gegensatz Sunniten, Schiiten, wie muss man das verstehen? Was ist dieser religiöse Unterschied? Was ist der Gegensatz? Welche Länder, in welchen Ländern sind welche Religionszugehörigkeiten in der Minderheit bzw. Mehrheit? Naja, jetzt muss man da mal so sehen. Es ist ja nicht nur ein reiner Glaubenskrieg, sondern dahinter stehen ja ganz handfeste wirtschaftliche Interessen. Saudi-Arabien ist ein Ölland, hat sehr viel Macht und Einfluss auf der Welt gewonnen, überall, oder auch die Kataris, überall auf der Welt investieren sie ihr Geld und bringen sich ein und bestimmen natürlich auch die Politik mit. Und die Gier nach Öl ist groß, nicht? Also wer das Öl auf der Welt beherrscht, die Ölquellen, der hat halt eine starke Machtposition. Das ist das eine, dass natürlich die Saudis nach dem nördlicher gelegenen Öl, nach den Ölquellen im Irak und in Syrien spielen. Wir haben das vorher gar nicht so wahrgenommen, dass auch in Syrien Öl gibt und gar nicht so wenig. Ne? Und wahrscheinlich noch viel mehr, was noch gar nicht angebohrt ist. Also das wollen die Saudis haben. Und dabei benutzen sie natürlich auch die Religion als, wie soll ich sagen, als Treibstoff für das Ganze. Aber es ist auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu sagen, es geht ihnen nur ums Öl. Es geht ihnen schon auch um die Religion. Diese Leute sind doch tief religiös, gottgläubig und religiös, dogmatisch religiös, die Saudis durch und durch und natürlich auch die Herrscherfamilie. Also das schwingt schon mit, dass sie auch einen Glaubenskrieg führen. Und dann kommen natürlich, die Saudis sind ja nicht die einzigen Mitspieler in diesem Gebiet, dann kommen natürlich die geopolitischen und geostrategischen Interessen auch zum Tragen. Und auf die Frage, wie dort die Interessenlage ist, muss man wieder auf ein ganz anderes Gebiet ausweichen. Was ist denn die Ursache von diesen permanenten Krisen auf der ganzen Welt? Das sind Kriege. Und was ist die Ursache der Kriege? Das ist ganz einfach, das Interesse der Rüstungsindustrie oder man kann was sagen, der Zwang, der dahinter steht, die Rüstungsindustrie, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, aber auch anderswo, muss Wachstum erzeugen oder zumindest erhalten bleiben. Und Rüstungsmaterial ist nun mal dazu da, um im Kriege verbraucht zu werden. Und wenn keine Kriege geführt werden, dann geht die Rüstungsindustrie ein. Amerika kann nicht friedliebend sein. Können die gar nicht. Wie wollen das machen? Wenn sie friedliebend sind und keine Konflikte schüren und es gibt keine Kriege, dann siecht eben die Rüstungsindustrie dahin und damit steht und fällt in Amerika alles. Also das müssen wir uns erstmal vor Augen halten. Amerika kann nicht friedliebend sein, wird also immer ein Interesse daran haben, Konflikte auf der ganzen Welt zu schüren. Und Amerika hat natürlich auch ein Interesse daran, an Öl zu kommen. Das ist für die ganz wichtig. So, und dieses Gebiet, worüber wir jetzt reden, das ist ja das Gebiet vom östlichen Mittelmeer, also Libanon und die syrische Küste und dann auf dem Land nach Osten Syrien und Mesopotamien, also Irak, das Zweistromland, der Iran bis an die afghanische Grenze.
Und es ist natürlich schon von weltpolitischer Bedeutung, wer dort in diesem Landgürtel das Sagen hat. Und darum wird gekämpft. Saudi-Arabien möchte die Kontrolle erlangen über dieses Gebiet, möchte die Ölquellen beherrschen, möchte den Iran zurückdrängen. Wenn sie könnten, würden sie den Iran am liebsten auslöschen und dann auch noch deren Öl haben wollen. Die Türken haben besondere Interessen. Der Erdogan ist auch ein gottgläubiger Moslem. Das wird man ihm nicht absprechen können. Und das ist ein Grund, warum er dort die sunnitischen Aufständischen unterstützt, aber das ist nicht alles. Und da kommt noch sein Pan-Turkismus dazu, wir dürfen nicht vergessen. Syrien ist ja bis 1918, genauso wie Jordanien und der Irak, das waren ja türkische Provinzen. Und genauso wie es genug Deutsche gibt, die immer noch nicht verschmerzt haben, dass Schlesien weg ist, nicht, und Ostpreußen, gibt es natürlich auch genug Türken, die das als schmerzlich empfinden, dass sie nun diese Gebiete verloren haben, insbesondere wenn es dort Öl gibt. Ich meine, Irak war eine türkische Provinz und das war damals schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts von Bedeutung, als das noch türkisches Reich war. Im Irak, die Ölquellen sind ausgebeutet worden, ganz